Das ist ein Quantum Dot OLED HDR Monitor. Einer der besten, den man aktuell kaufen kann. Sieht Hammer aus, oder? Aber was ist, wenn ich euch jetzt sage, dass euch der wahrscheinlich anlügt? Und zwar genauso wie alle Monitore, die man eigentlich so im Normalfall kauft. Jetzt gehen wir mal davon aus, du hast super viel Geld für so einen Monitor ausgegeben. Dann erwartet man ja in erster Linie eigentlich eins: Perfektion. Aber eines der größten Probleme, die eigentlich alle Monitore gemeinsam haben, ist, dass sie farblich nicht so genau sind, wie man erstmal denken möchte. Denn in erster Linie wollen die Monitorhersteller ja euch vom Kauf überzeugen. Und das machen sie mit zwei ganz einfachen Tricks. Sie erhöhen die Helligkeit und sie erhöhen die Sättigung. Und um das Problem nicht zu bekommen, ist es ganz essentiell, dass wir unseren Monitor bzw. alle unsere Monitore kalibrieren. Das ist der DataColor Spider Pro. Eines der ersten Geräte, das nicht mehr nur SDR-Displays kalibrieren kann, sondern endlich auch alle möglichen HDR-Displays. Dadurch ist es nämlich möglich, LCD, Mini-LED, OLED, aber eben auch XDR-Displays zu kalibrieren. Wenn wir uns nach so einer Kalibrierung mal den Unterschied genau anschauen, wie das Ganze vorher und nachher aussah, sehen wir einen gigantischen Unterschied. Und mit der neuen Device-Preview-Funktion haben wir zusätzlich die Möglichkeit, direkt in unserer Software zu checken, wie sieht es denn beispielsweise auf einem iPhone aus. Wenn ihr also Fotos, Videos oder sonstige Sachen farblich bearbeiten wollt, dann tut mir unbedingt einen Gefallen: Kalibriert euren Monitor. Denn damit können wir alle möglichen Probleme, die farbtechnisch eben entstehen können, ausmerzen und können sicher sein, dass das, was wir ausgeben, auch ein korrektes Ergebnis ist.